Hallo zum zweiten Teil zur Reihe Insel Korfu. Diesmal nehme ich euch mit auf einen Rundgang am Rande der gleichnamigen Stadt Korfu City. Wir werden uns das Achilleion anschauen, was mehr bekannt ist als der Sisi-Palast. Es war das kaiserliche Domizil Elisabeths. Danach geht es weiter Richtung Flughafen an ein wunderschönes Kloster am Rande Korfu City, direkt neben der Mäuseinsel, und dort ist auch mit einer der schönsten Planespotting-Plätze weltweit. Ungefähr 30 Minuten Autofahrt von der Stadt entfernt liegt hoch oben auf dem Berg der Achilleion. Parkplätze, kostenlose, gibt es zur Genüge dort überall, selbst wenn man mit dem Camper unterwegs sein sollte. Diesen Palast hatte Sisi auf dem Grundstück eines Freundes nach seinem Tod errichten lassen. Benannt wurde dieser Palast nach Achilles, den Sisi sehr bewunderte wegen seiner Kraft, und deshalb thront auch eine sehr große und hohe Statue von ihm mitten im Palastgarten. Heute ist es ein Museum, das für Touristen tagsüber geöffnet ist. Sehenswert ist nicht nur der Palast selbst, sondern auch die Palastgärten. Sisi kam mindestens zweimal im Jahr nach Korfu bis zu ihrem Tod, und das nicht nur aus gesundheitlichen Gründen. Wenn man alles rund um den Palast besichtigt hat, kann man die Hauptstraße 100 Meter weiter unten entlang der Palastmauer noch einen schönen Kaffee genießen, unter großen schattenspendenden Laubbäumen und den Ausblick auf die Insel genießen. Bei diesem Anblick fällt es einem wirklich nicht schwer nachzuvollziehen, wieso Sisi es so geliebt hat, hier zu sein. Bei klarem Wetter sieht man auch von hier die Flugzeuge im Landeanflug zur Insel. Wenn man den Berg vom Café aus ein paar Kilometer weiter runterfährt, kommt man auf die Küstenstraße. Man kann dann entweder rechts abbiegen, um an den Public Beach zu gelangen, um ein bisschen im glasklaren, erfrischenden Wasser des Ionischen Meeres zu baden, bevor es weitergeht, oder man biegt gleich links ab Richtung Korfu City, Richtung Flughafen und von dort zum weltberühmten Planespotting Spot, wo sich auch die Fähre zur Mäuseinsel befindet und darüber hinaus ein wunderschönes, typisch griechisch-orthodoxes Kloster zu finden ist. Dort angekommen wird man auch sofort genug und kostenfreie Parkplätze finden. Auch da ist der Anfahrtsweg mit einem Camper kein Problem. Der Weg zum Kloster ist gesäumt von vielen kleinen Fischerbooten. Dieser Anblick ist typisch griechisch und kennt man auch so von einschlägigen Postkarten. Das Kloster selbst liegt auch auf einer Art kleiner Halbinsel, und mit bisschen Glück kann man auch dort eine griechische Hochzeit oder Taufe miterleben, und es ist erreichbar über einen Steg. Hier am Bootsteg sind auch die kleinen Fährverbindungen zu finden, um auf die Mäuseinsel zu gelangen, die genau gegenüber des Klosters sich befindet. Das Kloster selbst hat die typisch griechisch-orthodoxen Reliquien, und von außen, wie auf allen griechischen Inseln, ist alles in einem schönen Weiß und stellenweise Blau gehalten. Das Kloster ist im Inneren sehr klein und mit gerade mal drei Räumen. Es sind zwei Gebets- und Messeräume und dann noch ein Raum, wo man in Gedanken an seine Liebsten eine Kerze anzünden kann. Natürlich bleibt der Kommerz auch hier nicht außen vor, und es gibt im Kloster selbst auch noch einen Souvenirladen. Man sollte sich nicht wundern und gegebenenfalls erschrecken, wenn es plötzlich aus heiterem Himmel etwas lauter wird, denn genau neben dem Kloster und der Mäuseinsel ist die Einflugschneise des Flughafens von Korfu City, und man kann fast beinahe die Piloten im Cockpit sehen. Die Maschinen sind keine 50 Meter von einem entfernt, und es ist schon sehr imposant und beeindruckend, wie die Flugzeuge an einem vorbeirauschen zum Landeanflug. Man könnte auch auf den gegenüberliegenden Steg gehen am Autoparkplatz, wer ein bisschen mehr Nervenkitzel möchte, denn da schießen die Maschinen in einer Höhe von keinen 10 Meter über einen hinweg. Nach dem Klosterbesuch etwas weiter unten befindet sich ein kleines gediegenes Kaffee-Restaurant, in dem man auch nur einen Kaffee trinken kann, wenn man möchte. Typisch griechisch gibt es dort natürlich den klassischen Frappé und Eis, was übrigens sehr lecker ist, und es ist handgemacht. Man darf sich da ohne schlechtes Gewissen entspannen und fünf gerade sein lassen.
Neben diesem Restaurant gibt es noch ein zweites, das etwas oberhalb gelegen ist und doch mehr mit einer Kantine gemein hat, anstatt mit einer Taverne. Man kommt über einen kleinen Weg hin und es geht so ungefähr 250 Meter immer bergauf. Dort oben angekommen kann man auch nochmal die Aussicht aus einer anderen, höher gelegenen Perspektive beobachten und genießen. Natürlich sieht man von da auch die Flugzeuge im Landeanflug. Es hat schon seine Berechtigung, wieso dieser Platz unter Planespotter so geschätzt wird und er auch weit über die Grenzen Griechenlands bekannt ist. Wenn die Abenddämmerung voranschreitet, kann man sich auf den Weg machen in die Innenstadt zum Flanieren, Bummeln und Einkaufen. Corfu City ist sehr reich an Geschichte und Sehenswürdigkeiten, die ich euch im nächsten Video über die Insel Corfu vorstellen werde. Ich bedanke mich wieder für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Tagesausflug in Griechenland.